Wenn die Planeten unseres Systems in der richtigen Konstellation stehen, dann wird ein neues Sonic angekündigt. Und heute Nacht ist es wieder soweit. 25 Jahre Sonic wird gefeiert und dabei soll auch noch ein neues Spiel angekündigt werden. Oh Junge, ein neues Sonic-Spiel. Was wird es denn dieses Mal sein? Ein Handyspiel? Ein Spin-Off? Sonic Adventure 3? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber zu 90%, dass es gut aussehen wird, aber es wird halt wahrscheinlich nicht gut. Aber es wird gute Musik haben, da Double Crush 40 wieder am Soundtrack sitzt. Also ja, immerhin gute Musik, aber ernsthaft. Hofft ihr noch irgendjemand auf ein gutes Sonic-Spiel? Die Zukunft ist hier. Bunte Leuchtkugeln und zwei Monitore vor den Augen ergeben Next Generation Video Game Experience. Soll heißen, immer mehr Firmen auf der ganzen Welt mieten große leere Hallen, um dort Videospiele per Virtual Reality spielen zu können. Die Technik ist so weit, dass man sich auf riesigen Arealen frei bewegen kann. Und das Tracking ist so genau, dass man physische Wände platzieren kann und sie sich mit dem in der virtuellen Welt komplett überschneiden. So, wer hat denn mal eben 100.000 Euro rumfliegen, damit ich eine Virtual Reality Arcade aufmachen kann? Hä? Niemand? Now you're playing with power. Der Pokémon Go-Hype macht sich auch am Aktienmarkt bemerkbar. So war Nintendo zum ersten Mal wertvoller als Sony im Gesamten. Und hier dürfen wir nicht vergessen, dass Nintendo nur eine kleine Pups-Videospielfirma ist, die auch noch ein wenig Hardware produziert. Sony hingegen ist ein absoluter Gigant, mit so vielen Sparten, dass Nintendo da sicherlich 100-mal reinpasst. Man sagte zwar, dass Nintendo viel zu spät ins Smartphone-Geschäft einsteigt, aber ich glaube, das war der perfekte Zeitpunkt. Gut für Nintendo. Wo wir heute den blauen Igel bereits hatten, mit einer neuen Spielankündigung, hier haben wir noch ein nettes kleines Gerücht über den blauen Bomber. Capcom scheint wohl ein neues Mega Man zu entwickeln, basierend auf der kommenden Cartoon-Serie Man of Action. Die Heimkonsolen-Version wird intern produziert und die Handheld-Version von einem noch nicht entschiedenen Studio. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn alle blauen Videospielcharaktere verflucht sind. Pepsi Man!